Herzlich willkommen bei Bavmo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserem heutigen Video sollte es eigentlich um einen außergewöhnlichen Autobauer gehen, aber aufgrund von technischen Hindernissen müssen wir dieses Video nun um eine Woche verschieben. Um euch aber dennoch Content für diese Woche zu bieten, haben wir das Video von nächster Woche vorverlegt. Daher dreht sich heute alles um den neuen BMW M2. Wer also mehr über den M2 erfahren möchte, der sollte jetzt dranbleiben. Also Leute, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Kompakte Abmessungen, abermals echte Motorsporttechnik aus der Mittelklasse und faszinierende Handling-Eigenschaften bis in den Grenzbereich. Das bietet der neue M2. Das neue Performance Coupé will an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen und startet im April nächsten Jahres mit dem Ziel, den Rekord von weltweit 60.000 verkauften Einheiten zu brechen. Doch was bringt der neue M2 mit, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen? Der athletische Auftritt des neuen BMW M2 resultiert aus den kompakten Abmessungen, extrem kraftvollen Proportionen und M-typischen Designmerkmalen. Sein Radstand fällt um 110 mm und die Außenlänge um 214 mm geringer aus als bei den Modellen der M4 Coupé Baureihe. Zugleich werden die Maße des neuen BMW 2er Coupé für die Breite und Spurweiten deutlich übertroffen. An der Fahrzeugfront sorgen die große rahmenlose BMW-Niere mit ihren horizontalen Stäben und ein dreigeteilter unterer Lufteinlass mit nahezu rechteckigen Konturen für ein M-typisches Erscheinungsbild. Doch warum hat man das Fahrzeug genau so designt? Die Gestaltung der Front des neuen M2 orientiert sich an den technischen Erfordernissen in den Bereichen Kühlluftzufuhr und aerodynamische Balance. Die Seitenansicht wird von klar gestalteten Flächen, weit ausgestellten Seitenschwellern und muskulös geformten Radhäusern geprägt. Kraftvoll und kompakt wirkt auch das Heck des neuen BMW M2. Dabei setzen die markante Spoilerlippe auf der Gepäckraumklappe und die vertikalen Reflektoren ebenso eigenständige Akzente wie der puristisch gestaltete Diffusoreinsatz in der Heckschürze und die beiden weit innen angeordneten Endrohrpaare der Abgasanlage. Erstmals wird auch optional ein M-Carbon-Dach angeboten, mit dem das Fahrzeuggewicht um rund 6 kg reduziert werden kann. Keine Spur von Downsizing. Im neuen M2 kommt, wie auch beim Vorgänger, der aus dem M3 und M4 bekannte 3 Liter Reihensechszylinder mit M-Twin Power Turbo Aufladung zum Einsatz. Mit einer Höchstleistung von 460 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment, einer M-spezifischen Abgasanlage und vielen weiteren technischen Details ist der neue M2 ausgezeichnet für den Einsatz auf der Rennstrecke ausgelegt. Opa-Automatik oder handgerissen, serienmäßig wird der neue M2 mit dem 8-Gang M-Steptronic-Getriebe ausgeliefert. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieses Automatikgetriebe ein absolutes Gedicht ist und dank der DriveLogic mindestens genauso viel Spaß macht wie ein Handschalter. Doch Fans von handgerissenen BMWs werden nicht enttäuscht, denn auf Wunsch stattet BMW den neuen M2 auch mit einem 6-Gang Handschaltgetriebe aus. Dabei erreicht man den Spurt von 0 auf 100 mit dem 8-Gang M-Steptronic-Getriebe in 4,1 Sekunden, während man sich mit dem 6-Gang Handschalter mit 4,3 Sekunden anfreunden muss. Abgeriegelt ist der M2, BMW-typisch, natürlich bei 250 km/h, es sei denn, man setzt auf das M-Drivers Package, was die V-Max auf 285 km/h erweitert. Die kompakten Abmessungen, der kurze Radstand und die nahezu perfektem Verhältnis 50-50 ausgeglichene Achslastverteilung und die hochwertige Fahrwerkstechnik des neuen BMW M2 begünstigen ein spielerisch leicht und exakt kontrollierbares Handling. Agilität, Dynamik und Präzision profitieren außerdem von der hohen Torsionssteifigkeit von der Karosseriestruktur und der Fahrwerksanbindung mit modellspezifischen Verstärkungen.
Sportwagen-Cockpit mit Technik und Komfort. Der neue M2 kommt wie die aktuellen BMW-Modelle mit dem BMW Curved Display auf den Markt. Das Curved-Konzept der Displays ermöglicht die BMW-typische Fahrerorientierung, ohne dabei auf zeitgemäße und futuristische Optik zu verzichten. Die jüngste iDrive-Generation setzte auf BMW OS 8 und wurde konsequent weiterentwickelt, um eine intuitive Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug zu vermitteln. Dabei liegt der Fokus sowohl auf Touch als auch Sprachbedienung. In Sachen Sitz und Komfort ist der neue BMW M2 serienmäßig mit Sensatec Alcantara Sportsitzen ausgestattet. Auf Wunsch kann man jedoch wie beim M3 und M4 die M-Carbon-Schalensitze bestellen, was nochmals eine Einsparung von rund 10,8 Kilogramm mit sich bringt. Alles in allem hat BMW mit dem neuen M2 wieder ein waschechtes German Pony Car auf die Beine gestellt. Kleines Auto, großer Motor, viel Leistung. Dieser Mix aus Kompaktwagen, M3 und M4 ist technisch gesehen ein bemerkenswertes Konzept. Da man auch in Sachen Gewicht noch ab Werk einiges optimieren kann, wird der neue M2 für echte M-Enthusiasten mehr als interessant sein. Natürlich ist die Optik der Front nicht für jeden etwas, aber nach dem M3 und M4 dürften wir mittlerweile alle etwas sensibilisiert sein. Wer jetzt echtes Interesse hat, kann schon einmal schauen, wie er ungefähr 72.800 Euro auftreibt, denn da startet der neue M2 preislich. Aber jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zum neuen M2? Wie gefällt euch die Optik und noch wichtiger, wie bewertet ihr die technischen Eigenschaften des neuen M2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und ein wenig darüber diskutieren. So Freunde, ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und lasse euch noch ein paar Sekunden unkommentiertes Footage laufen. Bis zum nächsten Mal, euer Ino von Bavmo.